Hi, heute im Video reagieren wir auf ein weiteres Video von SEO, und zwar das Ende von Leon Mosher. Jetzt schon ein halbes Jahr her, aber da hatten wir auf das Video das traurige Ende von Simon Desio reagiert. Checkt den Kanal mal aus, der hat mehrere interessante Videos hochgeladen. Zumindest zum Reagieren finde ich die interessant. Ich muss mal kurz gucken, ist er überhaupt am Ende? Song rausgehauen, 70.000 Aufrufe, das ist nicht ganz so gut, ne? Gucken wir mal, wie am Ende Leon Mosher wirklich ist, also da scheint nicht mehr viel Content zu kommen. Meine Vermutung ist, der hat zu viele Skandale gehabt, aber ich glaube, am Ende des Tages, der hat einfach zu wenig Videos gemacht. Ich glaube, wenn der weiter Videos gemacht hätte, dann wäre das alles klar gegangen, aber wahrscheinlich hat der auch zu viel Stress gehabt, wegen irgendeiner Scheiße, die er gemacht hat. Der hat ja einen Waffelladen irgendwo, also finanziell wird es dem bestimmt okay gehen. Ich weiß aber nicht mehr, ob es einen Waffelladen noch gibt, da habe ich nichts zu gefunden. Ich habe nur hier dieses Bild noch gefunden, auf eine vegane Waffel. Keine Ahnung, gucken wir mal. Falls du noch neu bist, kannst du mal ein Abo da lassen. Wir kommen jetzt häufiger Videos. Ja, cool, danke. Ist mal wieder soweit. Ich sag's euch, Venti und ich sind schon ganz aufgeregt. Alter, halt dich doch mal ruhig, du Zappelphilipp. Denn in über 18 Jahren YouTube gab es schon so einige YouTube-Ikonen, die einmal aus der Szene gar nicht wegzudenken waren. Und heute spricht komischerweise keiner mehr über sie. Zwei Beispiele dazu hatten wir ja schon. Und gerade bei Simon Desio war es wirklich super. Nein, ich habe auch früher gesagt, dass sie wieder Videos macht. Content macht. Kann man das. Content. Dass sie wieder Content macht. Die hat ihr anscheinend einfach eine Pause gegönnt. Aber relativ sicher. Aber. Die ist ja keine YouTuberin, also die hat ja im Grunde nur Influencer ausgenutzt, um Werbung für sich zu machen, sehr erfolgreich. Angefangen hat, dann über die Jahre hinweg sogar die Reise immer komischer wird, bis er dann am Ende den Vogel komplett abgeschossen hat. Das sieht so aus, aber das war ja nicht mal der Lowpoint von Simon Desio. Das war ja, das, also jetzt mal allein finanziell, ist das der Peak Simon Desio gewesen. Ich meine, zu der Zeit hat der 40 Millionen Aufrufe im Monat gemacht, das ist nicht mal ein Joke. 40 Millionen Aufrufe bei der Werbung, die da reinklatscht, das waren bestimmt 100.000 bis 200.000 Euro im Monat. Der badet übrigens Nutella, das ist keine Scheiße. Sie will ihn in den Mund nehmen. Ich mein, Magnum ist mit Muskeln. Da erinnere ich mich dran. Ich glaube, die Musik war sogar zum Peak mittelerfolgreich. Also, ich glaube, die war einigermaßen erfolgreich. Leute, unsere Reise beginnt vor 10,5 Jahren, genau genommen am 16. November 2011. 645.000 Aufrufe, also allein durch die Aufrufe hat er halt über 1 Million schon verdient. Dazu sind jetzt Placements nicht dazu gerechnet, was der auf Instagram mit Placements gemacht hat oder was auch immer. Merch-Verkäufe, keine Ahnung. Also der wird schon gut verdient haben. Wenn er pleite ist, muss man dann sagen, selbst schuld, schlecht mit dem Geld umgegangen. Also dem wird es wahrscheinlich aber gut gehen und der wird irgendwo fröhlich eine Waffel essen und gute Zeit haben. Die Reise beginnt vor 10,5 Jahren, genau genommen am 16. November 2000. Beziehungsweise auch keine gute Zeit. Kommt drauf an, ob Mimi jetzt sein 500. Video gegen ihn macht oder es bei 499 belässt. 11. Schreibt mir wie immer gerne mal in die Kommentare, wie alt ihr damals wart. Damals hat Leon Mosher seinen Kanal erstellt, bloß hieß er damals noch gar nicht Leon Mosher, sondern Albaras TV. 2011, da war ich 18. Alt. Ich habe sofort wie ein Blöder gegoogelt, was Albaras bedeuten könnte und das Einzige, was ich gefunden habe, war Fleck, der während einer Hautkrankheit aufkommt, meistens im Gesicht, 40 Abonnenten mit Musikvideos gesammelt. Denn scheinbar war es Leons großer Traum, als Rapper durchzustarten und seine ersten Versuche auf YouTube sahen so aus. Hamburg bei Nacht, meine Jungs, sie sind wach. Moment mal, wie kann es eigentlich sein, dass Leon Mosher vor 10 Jahren exakt so aussieht wie heute? Er ist wirklich kein bisschen gealtert, ist Leon Mosher etwa auch ein Reptiloid? Ich glaube, der Vorteil von Leon Mosher ist, dass der einfach sehr früh sehr alt aussah. Das ist, glaube ich, ein Gewinn. Und er bleibt halt lange mit Anfang 20 stehen optisch. Der er 2013 seinen Kanal um in der Tagträumer. Dort machte er dann Straßenumfragen und erreichte damit 4.873 Abonnenten. Die Straßenumfragen waren so ein bisschen in Oliver Pocher-Style, würde ich sagen. Also sie sahen so aus. Wenn einer 3 Minuten zum Kochen braucht, ja. Wir brauchen 3 Stück. 9. Sehr gut! Das war richtig! Oh, aber wie man in einer Woche 10 Kilo abnimmt, 400.000 Aufrufe, der gefälschte 5-Euro-Schein, 1 Million, das war ein Banger. So, dass eben ganz viele Menschen draufklicken, also Crow nimmt Maske. Ja gut, das ist Bullshit, aber so war YouTube damals, komischerweise. Ja, konnte damals nur viral gehen. In dem Video selbst kommt natürlich Crow keine Sekunde vor, sondern Leon Mosher mit einer Panda-Maske, der so tut, als wäre er Crow und das soll dann lustig sein. By the way, wie man 10 Kilos in einer Woche abnimmt, ist natürlich kein Coaching-Video. Ich glaube, das wäre auch nicht wirklich gesund. In dem Video trainiert er und sein Kollege in einem Fitnessstudio und dabei essen sie halt super viele Süßigkeiten.
Und wenn das Perry gesehen hätte, kann diese Szene auch abgesprochen sein und somit halt gestellt. Also das kann man bei... Was war das für ein Video? Mit diesen Videos 100.000 Abonnenten. Zu diesem Meilenstein gab es sogar ein Abonnenten-Special, was 8 Sekunden lang ging. Hä, warum denn nur 8 Sekunden? Was passiert denn da? Andere würden für so ein Video viel Geld nehmen. Ganz klar, seine ersten Pranks. Es kann sein, dass er sich da so ein bisschen von Sam Mendesio inspirieren lassen hat und der wiederum eventuell von den Amerikanern, ich weiß es nicht. Aber Leute, schauen wir doch einfach mal rein, wie wär's mit dem Leute-Anniesen-Prank? Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Leroy hier. Schwierig. Ich bin heute wieder ein bisschen Ideenstattung. Schwieriger Prank. Damals schwierig, heutzutage mit Corona schwierig, Stufe 2. Asozial natürlich, aber schwierig. Wissen, guckt euch das Video an. Leute, ist meine Kopfhörer kaputt? Ich verstehe irgendwie so wenig. Ja Leute, leider ist der Ton in diesem Video durchgehend so. Ich schätze mal, sein Ansteckmikro war unter der Jacke und deswegen klingt alles so dumpf und deswegen gab es damals nur 1,3 Millionen Aufrufe für dieses Video. Ja, schwach. Ja gut, das kann ja mal vorkommen. Moment mal, was? Heute Format ist das ganz berühmte Wenn-du-Eier-hast-Format. In diesen Videos stellen sich Leon Mascher und Mert Marzahn gegenseitig Aufgaben. Gibt's Mert Marzahn noch? Stopp, den gibt es. Der hat einen Family-Channel gegründet. Es ist zu Ende. Ich ziehe... Das war doch so. Wir sind wieder zusammen. Okay, Mert Gaming. Moment, der hat einen Gaming-Kanal? Jo, was geht, Alter? Ich bin... Haben die den gelöscht, den Kanal? Anscheinend. Aber ich weiß, dass der einen Family-Channel hatte. Und der, glaube ich, ganz okay lief. Müssen diese erfüllen, um zu beweisen, dass sie halt eben Eier haben. Dazu gehört natürlich auch sowas wie, dass man sich traut, in einem Schuhgeschäft Frauenschuhe anzuziehen. Aber kannst du mir die empfehlen? So, guck mal, ich habe die sogar ein bisschen... Steht sie hier perfekt? Steht mir? Kamera schaust, Mann. Moment mal, er guckt hier auch noch rein. Ey, und schon wieder, jetzt reicht's aber! Ja, by the way, Leute, ein Jahr später ungefähr, als dann Mert Marzahn durch UpRed ausgetauscht wurde bei diesem Format, gab es dann einen riesen Beef zwischen den dreien. Mert war halt sauer, dass er einfach so rausgekickt worden ist und dazu hat dann UpRed dieses ganz berühmte Statement gemacht. Und du willst mich ficken! Du willst mich ficken, Mann! Da lief's für UpRed auch noch besser, ne? Das Ende von UpRed ist ja deutlich trauriger. Ob der noch die Kurve kriegt... Man weiß es nicht. Sag, wem willst du ficken? Du willst Leon nicht ficken? Dass eben UpRed und Leon Mascher dann Mert Marzahns Haustür mit Eier beworfen haben. Gab es dann von einigen diese Theorie, dass dieser ganze Streit absichtlich inszeniert ist, um halt eben so ein bisschen Aufmerksamkeit halt. War vielleicht das erste Mal, wo Leon Mascher gemerkt hat, dass Fake Beef und Beef halt Aufrufe bringen. Selbst wenn es halt nicht absichtlich ist, Tanzverbot zum Beispiel, ist halt alle 5 Monate in irgendein Beef verfangen. Und das ist für ihn ja auch gute Promo, obwohl es nicht absichtlich ist, glaube ich nicht. Der stolpert da, glaube ich, einfach immer nur so rein, weil der halt zur falschen Zeit am falschen Ort ist und das Falsche sagt. Ich weiß es nicht, aber ist ein Mittel, um zu wachsen. Zu generieren. Zumindest habe ich damals zum allerersten Mal was von Leon Mascher gehört, weil über diesen Beef sprach damals jeder. Durch diesen neuen Hype erreichte Leon Mascher 2015 die 400.000 Abonnenten. Und vor allem hier fing alles an, ein bisschen merkwürdig zu werden, denn Leon Mascher versuchte hier seine alten Pranks zu toppen. Und so entstanden halt eben Videos wie zum Beispiel... ersten Pranks, die sowas von extrem waren, dass man sogar froh sein kann, dass diese gestellt sind, weil das wäre einfach nicht mehr lustig, sowas in echt zu machen. Es gab dann auch so ein paar... Hat der aber auch geklaut. Sam Pepper. Sam Pepper hat zu der Zeit einen Kidnapping-Prank gemacht, der einfach geklaut. Muss man sagen, auch irgendwie dumm. Ich weiß, dass Sam Pepper dafür hardcore gehatet wurde, weil der eine Dude halt geweint hat, weil er dachte, dass halt der eine erschossen wird. Dachte sich, Leon Mascher, geil, mach ich nach. Experimente, die nach... Shitstorm, Aufrufe, geil, her damit. Nachweislich fake sind, einer davon ist ganz bekannt, der Bitch-Test. Die Idee ist folgende, dass man als ganz gewöhnlicher Mann eine Frau anbaggert und diese gibt dann einem einen Korb. Aber dann, wenn man mit einer geilen Karre dann protzt, plötzlich hat sie doch Lust. Meistens enden diese Videos dann so, dass man diese Frau dann darauf konfrontiert. Meistens nicht auf eine freundliche Art, sondern man scheißt die halt wirklich regelrecht zusammen. Der Golddigger-Prank, cool. Also, falls ihr sowas cool findet, gebt einfach mal Golddigger-Prank ein. Und da gibt es im amerikanischen Markt tausende Videos dazu. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt auf YouTube. Von so 2014 bis 2016, vielleicht noch 2017, da waren so Prank-Videos ultra beliebt, die einfach nur asoziale Scheiße waren. Warum? Verpiss dich raus hier sofort, Mann! Ferrari! Ich wollte dir helfen, ich hab dir geholfen, den Rolli da reinzutragen. Was erzählst du hier für eine Scheiße? Was soll das? Da hat jemand Acting auf 100% gelevelt. Ja, Leon, das sind halt Kinder. Also jetzt sind sie erwachsen. Aber das sind halt Kinder. Natürlich hinterfragen die das nicht kritisch. Leon, ich beneide dich. Richtig geile Videos. Das heißt andererseits... Langsam.
hackt es aber ganz schön. 2017 war dann nicht nur das Jahr, in dem Leon Mascher in 2 Millionen Abos reinrutschte. Oh, nein, es war auch das Jahr, in dem ganz YouTube Deutschland ihm mitteilen wollte: Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Sie begehen eine Straftat. Die 24-Stunden Videos, ne? Leon versuchte sich mal wieder als Rapper und release das Album Fame, welches Musikvideo sich stark an Justin Bieber orientierte und danach auch komplett floppte. Doch dazu organisierte er eine Promotour durch ganz Deutschland, die nicht angemeldet war, was by the way halt nicht legal ist. Nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken! Stimmt, stimmt, das war gefährlich. Oh mein Gott. Ey, Freunde, nicht drücken! Da wurde ein YouTuber, meine ich, weggetreten von einem der Security-Leute. Die halt viel zu handgreiflich gelöst wurden. Ja, der nach meiner Meinung schlimmste Fall war sogar von einem YouTuber vor Ort, der mit einem Tritt in den Rücken verabschiedet wurde. Die Ausgangstür wurde ich nochmal kurz... Ging auch, meine ich, vors Gericht, wenn ich das richtig verfolge. ...gestartet habe, mit einem netten Tritt in den Rücken verabschiedet. Und die Polizei in Augsburg musste sogar seine Promotur abbrechen, wodurch er dann auch angezeigt worden ist und dann eben auch eine Strafe zahlen musste von 32.500 €. An der Stelle zu einem Gerichtstermin tauchte er gar nicht auf, weil ihm angeblich schlecht war. Der Richter hat das aber abgewiesen. Es gab dann noch ein anderes, sehr schwieriges Video, in dem er so tat, als ob er ein Polizist wäre und mit Blaulicht andere Leute aufhielt und diese dann auch schikanierte. Am Ende wurde deswegen sogar erneut wieder gegen ihn ermittelt. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen ihn wegen Amtsanmaßung. Leon Mascher rast mit Blaulicht und Sirene durch Hamburg. Er nötigt harmlose Bürger, macht sich über sie lustig. Eine weitere Anzeige hakelte dann noch rein wegen Hausfriedensbruch, wegen seinen 24-Stunden-Innenvideos. Das waren also Videos, wo man eine Nacht in Geschäften verbracht hat, die eigentlich schon geschlossen waren und deswegen... Ja, hätte man da gar nicht sein dürfen. Und wegen diesen ganzen Vorfällen drehte er sogar ein Video, wo er so tat, als müsste er ins Gefängnis. Und gerade am Ende des Videos müssen wir mal reinschauen. Ach schade, gerade wenn die Tür aufgehen hätte müssen, wird weggeschnitten. Ja, doof, ne? Leute, kommt jetzt mal wirklich, schreibt doch alle mal Free Leon in die Kommentare. Hashtag Free Leon, ich hoffe es geht dir gut, Bruderherz. RTL 2 hat angerufen, Leute, die wollen ihren Schauspieler zurück. Im selben Jahr... Würde nicht so reagieren, wenn einfach Leute stehen. Einfach ey rufen. Würde nicht panisch entweder in Starre verfallen oder halt wegrennen. Nee, ne? Einfach ey rufen ist cool. Der Waffelladen, kauft ja auch noch einen Waffelladen auf namens Happy Waffles. Allerdings war sein Abo-Zuwachs bis da nicht mehr unbedingt, ja, der Rede wert. 2018 war es noch ein bisschen mehr und jetzt 3 Jahre später sind wir bei 2,4 Millionen. Also man merkt schon, was YouTube-technisch angeht, war sein Zenit so 2016, 2017 hat er den größten Zuwachs. Aber natürlich trotzdem stark. Ich lasse mal die Geschichte mit Mimis Speicherkarte bewusst aus. Genauso wie die ganzen Fake-Gewinnspiele, weil das kann euch Mimi am besten selber erzählen. Zum sexuellen Belästigungsvorwurf von Cindy Rockstar hat er sich noch gar nicht geäußert, obwohl da ja eigentlich am meisten angesprochen war. Ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber dieser Song hat 100 Millionen Aufrufe! Das ist fast ein Sechstel von seinem ganzen Kanal! Und ich dachte immer, das war... Aber fairerweise, so Musikvideos, die kriegen halt super schnell Aufrufe. Also Musikvideos werden halt viel krasser beworben. Und das sind dann jetzt nicht zwangsweise 100 Millionen natürliche Aufrufe, sondern ein paar haben dann einen Song halt einfach dann 4-5 Mal am Stück gehört zum Beispiel. Oder der läuft bei McDonald's irgendwo. Wenn der bei McDonald's läuft, ist der nicht über YouTube, ne? Der wurde halt krass beworben, der Song, deswegen hat er so viele Aufrufe. Und Wap Wap habe ich schon fast vergessen, ehrlich gesagt. Viral ging. Ja, ja, ja. Aber ja, dieser Song wurde nicht nur in Clubs gespielt, sondern auch im Radio oder auch eigentlich überall damals irgendwie geführt. Also ich glaube, wir wollen gar nicht wissen, was er nur mit diesem Song allein schon verdient hat. Scheinbar aber genug, dass er mit... Ich glaube nicht so viel, by the way, weil mit Musik verdienst du nicht so viel. Da musst du sehr viel ausgeben. Und ich meine, reich wird man damit nicht. Leo Mascher, ich weiß nicht, ob es angesprochen wird. Leo Mascher hat übrigens auch noch einen Kinderkanal gemacht. Der hat ja Videos für Kinder gemacht. Ich habe da auf meinen Comedy-Kanal drauf reagiert. Der hat ja sowas gemacht wie Mentos in Cola tun. Aber es war so ein Behälter-Cola. Und dann passiert da halt nichts, außer dass es halt ein bisschen blubbert. Sowas hat er gemacht. Cooler Content. Mit YouTube gut runterfahren konnte. Seine nächsten Songversuche liefen dann vergleichbar immer schlechter. Also bisher muss man halt sagen, dass er nur einen richtigen Hit gelandet hat. Aber ganz ehrlich, immerhin, wer schafft das schon? 2020 gab es dann noch ein Video, was erwähnt werden muss, nämlich sein Corona-Video. In dem Video kaufte er sehr viel Toilettenpapier und Desinfektionsmittel auf. Ihr wisst schon, was 2020 damals überhaupt nicht mehr erhältlich war und wo jeder meinte, scheiße, ich brauche das Zeug. Er hat es einfach weggekauft. Aber er hat dieses Paket dann an einzelne Personen wieder hergeschenkt, um halt irgendwie... ein Zeichen zu setzen? Ich weiß es nicht. Mundschutz und Abstand halten war natürlich auch nicht gegeben. War es mit Leon eigentlich schon fast ironisch, dass sein Wendepunkt der Karriere mit dem Album Fame angekündigt worden ist. Doch woraus bestand denn genau diese Karriere jetzt eigentlich? Aus Videos, wo er eben andere Menschen zur Belustigung verärgerte. Gerade Frauen kamen dabei auch irgendwie nie wirklich gut weg. Doch die schlimmste Sache, und die hat Mimi vor allem sehr gut in seinen Paybacks dargestellt, ist, wie schlecht Ausländer in seinen Videos davonkommen. Sie sind immer die am geldgeilsten sind oder zuerst irgendeine Waffe ziehen. Aber Leon natürlich hat überhaupt keine Angst
und ärgert sogar noch weiter, obwohl schon eine Waffe gezogen worden ist. Und so entstanden halt auch eben sehr schwierige Videos wie diese hier. Deutsche? Scheiße, da. Ich mach's. Wo lag das? Anscheinend. Ausländer. Oh mein Gott. Oh. Ja, das ist mein Geld. Das ist deine? Ja, das ist gerade runtergefallen. Ich empfehle euch nicht, die Kommentare durchzulesen. Ich glaube, da verliert man nur Gehirnzellen. Wirklich? Ist aber auch einfach aus USA kopiert, weil da im Pranks werden Schwarze ja auch häufiger aggressiver dargestellt und so weiter. Und das war einfach die Prank-Meter so gesehen. Aber Leute, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Leon in die Kommentare. Aber was war denn jetzt das Ende von Leon? Das ist einfach dann ausgefadet so gesehen. Ne? Das Interesse ist zurückgegangen. Wie ich das jetzt sehe, das Interesse ist einfach zurückgegangen und Leon Mascher konnte nur noch mit Beef quasi relevant bleiben. Irgendwas ist der Beef aber so ein bisschen ausgegangen und er ist dann faul geworden, was Videos angeht. Kann das sein? Das Traurige ist ja, Leon Mascher könnte easy noch ein Comeback machen. Ich weiß nicht wie, aber es ist easy noch drin. Ich hätte gedacht, der wird auf TikTok voll abgehen. Ich denke, den Typen werden wir noch irgendwo sehen in naher Zukunft. Aber ja, war mal interessant, so seine Karriere komplett zu sehen. Auf dem Kanal gibt es noch mehr Videos zu YouTubern, die halt verschwunden sind, so gesehen. Und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.